Hallo und willkommen zurück zu Naruto Ultimate Ninja Storm. Und wir sind auf der Suche nach Gamma Buntas und Gamakichi. Wir müssen gegen Gamma Bunta kämpfen dann. Ist zum Glück in der Nähe. Also dieses Versteckspiel des Chaos mache ich nie wieder. Ich mache die anderen Missionen drumherum. Jetzt wisst ihr, warum ich es hasse. Nur die ersten beiden sind noch leicht, aber das ist übertrieben. Oh, Naruto, was machst du denn hier? Selbe könnte ich dich fragen. Ich habe gehört, die Riesenkröte sucht nach dir. Papa? Du hüpfst besser zu ihr. Wo wir gerade von meinem Vater sprechen, du hast einmal im Duell gegen ihn gekämpft, richtig? Oh, ja, wo du es gerade erwähnst, das habe ich. Wie ist es gelaufen, da du noch lebst, bedeutet das wohl, dass du gewonnen hast. Tja, ich bin am Ende bewusstlos geworden, daher ist alles ein bisschen verschwommen. Aber ich glaube... Erinnerung an eine schwere Schlacht, ein großer Kampf mit Gamma Bunta. Tja. Gegen den Riesen habe ich gekämpft. Genau. Na na na. Wow. Au. Na super. Wow. Au. Komm her! Oh, Wasserversteck. Ich hab dich. Was hast du denn jetzt vor? Au. Lass das. Oh, jetzt geht's los. Hat noch so geschafft. Diesmal hat er mich erwischt, der Arsch. Alter, steh auf. Lass mich! Komm her! Lass das! Ey, hörst du mal auf? Au! Sorry, aber ich stehe nicht so auf Kröten. Also nicht züngeln hier. Und los geht's! Oh yeah! Dann mal los! Ha! Diesmal geht's dir an den Kragen, Junge.
Attacke! Au! Das hat weh getan. Oh. Alter, die Kombination ist gar nicht mal so leicht. Na, warte. Hab dich. Mach jetzt ein Nickerchen. Jetzt kann ich die Story auch wieder weitermachen. Und da schläft er, der Naruto. Ah, super. Hauptsache Kampf gewonnen. Naja, war sowieso nur mehr eine Rückblende. Tja. Okay. Können wir uns jetzt wieder den Hauptmissionen widmen? Das reicht ja. Ich hatte Glück. Ich konnte einen Treffer landen. Du konntest wirklich einen Treffer bei meinem Vater landen? Das ist beeindruckend. Haha, tja, seitdem hat mir die Riesenkröte geholfen. Darüber bin ich wirklich froh. Obwohl Meister-Schüler-Beziehungen gewöhnlich nicht so funktionieren. Ist ein interessanter Typ. Du bist ein interessanter Typ. Glaubst du? Es ist selten, dass Papa niemandem hilft. Du hast eine große Zukunft vor dir. Das von dir zu hören heißt schon etwas. Nehme ich an. Danke. So, dann können wir uns auch Wichtigerem widmen. Und zwar dem hier. Oder wie gesagt, den dreien. Rasengan beherrschen lernen. Narutos Kampf mit Tsunade gipfelte in einer Wette über das Rasengan. Könnte er dieses Jutsu innerhalb einer Woche meistern, wäre er der Sieger. Wenn nicht, hätte Tsunade gewonnen. Naruto, der niemals einer Herausforderung ausweicht, steckt all seine Energie in das Baumklettern-Training. Na super. Es ist so, oh, es ist langweilig, dieses Baumklettern. Ganz ehrlich, es ist nicht gerade das, was ich unter toll finde. Rasengan. Wie der lautlos gesprochen hat. Rasengan oder so. Na super. Ui, nee, dadurch verlieren wir die Geschwindigkeit. Nein, nein, nein. Oh, scheiße. Na super. Durch einen Baum gekrochen und den anderen hat mich gestoppt. Na super. Oh, 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 oh. Wie weit ist es denn noch? Oh, nicht mehr als weit.
Ah, gleich oben. Noch ein paar Meter. Jawohl, jetzt sind wir da. Ah! Da war noch so ein scheiß Baumstumpf. Also eher gesagt Ast. Kaputter Ast sogar. Warum sind die Äste da oben so kaputt? Ah, egal. Ist halt ein komischer Baum. Die müssen sich ja Minispiele einfallen lassen. Nur, dass man die Minispiele nicht zu mehreren spielen kann. Mission Success. So. Und schon sind sie wieder da, die Missionscharaktere. Der Grund für Tsunades Weigerung, Hokage zu werden, war die Abmachung, die Orochimaru ihr unterbreitet hatte. Sie erkannte jedoch ihren Irrtum, wies Orochimarus Abmachung zurück und forderte Orochimaru und seinen untergebenen Kabuto zu einem Kampf. Also zum Kampf. Ja. Genau, Orochimaru ist ein Arsch. Ist der Arsch, eher gesagt, hinter dem Ganzen hier. Tsunade, awaken! Herculean power burst forth! Tja, die legendären Sannens kommen zusammen. Und das kann Team 7 auch passieren. Are worthless. I'll beat you down here and now. It's my honor to be given the chance to do battle with you. Let's fight. Aua. Na komm her. Geht doch. So, und jetzt gibt's ordentlich Dresche, du Typ. Daneben. Ah, Mist. Hab dich. Mal wieder. Die Attacken haben es im zweiten Teil komplett überarbeitet und im dritten Teil dann so wie im zweiten Teil gemacht. Jawohl. So, Orochimaru kann uns mal. Aber ich denke mal, der wird uns nicht einfach so gehen lassen. Mit Tsunade sozusagen als Hokage. Das will er bestimmt verhindern. Tsunade spielbar, jawohl. Ein Wirbelrasengarn explodiert. Naruto und seine Freunde erreichten den Schauplatz des Kampfes und wandten die Sache zu ihrem Gunsten. Naruto nahm sich Kabuto vor und indem er sein Rasengarn im Kampf verwendete, konnte er es endlich perfektionieren. Jawohl! So, dann wollen wir mal den Ontichens auswischen. Ich finde den Ausdruck Rasengan so cool. Okay, darf ich jetzt einen Rasengan benutzen? Cool.
beat you no matter what. Also er ist ziemlich schnell lernfähig. Naja, neues Ziel, ziemlich viel Ehrgeiz. Oh ja. Bam! Jetzt habe ich ein Rasengan. Jetzt habe ich ein Rasengan. Scheiße. Bam! Aber die ultimative Attacke bleibt gleich. Und ja. Und sag goodbye, my friend. Aber dass das Rasen gar nicht, obwohl ja stimmt, Rasen gar nicht als ultimative Technik wäre für den kleinen Auto ein bisschen viel. Oh, der lebt noch. Dann mache ich ihn mit meinem Rasengan fertig. Aua. Und tschüss. Jawoll. So macht man das. Nicht anders. So, dann ist auch bald schon... Nee, dann kommt doch jetzt schon der Finalkampf hier. Oh. Und Kabuto ist spielbar. Und ein Hilfs-Ninjutsu. Rasengan. Keine Ultimative. Skills für das Rasengan. Ich kann jetzt Sachen kaputt machen mit dem Rasengan. Oh. Ich glaube, das ist jetzt die finale Mission, mache ich sowieso in meinem neuen Part. Also, bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zwinita.